Gut, dann schauen wir jetzt mal, was die gute Hermine von uns will. Moment, ich muss erst noch mal das Headset ein bisschen leiser machen. Sonst ist mir das zu extrem und dann brülle ich ins Mikro, weil ich mich selber nicht mehr höre. Das können wir den Nachbarn nicht antun. Okay, Mädchen, was willst du? Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber Na beigebracht klar. habe. Es ist der Alohomora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Alohomora. Das ist das Symbol für den Alohomora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Na toll. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Geht ja schon wieder gut los. Ja. Geschicklichkeit ist nicht so meins, ich gestehe. Zumindest nicht im Spiel mit Maus-Koordination. Aber die 50% kriegen wir hin, immerhin. Alohomora! Das war gut, aber ich weiß, dass du es noch besser kannst. Gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber 5 Hauspunkte gegeben. Yibi. Übung macht den Meister. Versuch es also noch einmal. Immer diese Versuche, einen zu motivieren. Ich bin mir sicher, du kannst es besser. Ja, keine Ahnung, aber das ist nicht besser. Das ist wirklich eine extreme Mausempfindlichkeit bei diesen Nachmaldingern. Na gut. Immerhin 65% geschafft. Das war gut, aber ich weiß, dass du es noch besser kannst. Das war richtig gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens 10 Hauspunkte für diesen Zauber gegeben. Und du bist in der Lage, die auch zu geben? Meister. Versuch es also noch einmal. Seit wann können Schüler Hauspunkte verteilen? Ist sie denn Vertrauenslehrer oder irgend sowas? Ah, das wird nichts. Dafür ist die Rundung oben gut. Und nicht geschafft. Zeit abgelaufen. Noch schlechter. Ah, das wird keine 80. Schade. Du hättest es beinahe geschafft. Aber das haben wir letztens bei Squirrel auch gemacht, ne? Das letzte nicht geschafft. Versuch jetzt mal, den Alohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Okay. Dann tun wir das. Alohomora! Du hast es geschafft! In diesem Raum gibt es 2 Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Klar. Alohomora! Es gibt hier ja nur 2 Gegenstände. Bildkarte, juhu. Versuch es mal mit dem Bücherschrank. Ja, der ist schon offen. Mach die Augen auf, Mädel. Ich bin doch der Brillenträger von uns beiden. Gut, wer ist das? Hier drüben. Tilly Toke, 1903 bis 91. Erhielt einen Orden, weil sie im Jahre 1932 viele Leben rettete, als ein Drache sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Okay. Sie hat einen Drachen besiegt. Dann schauen wir mal. Das ist eine sehr hübsche Umhängetasche. Oh, ein Spiegel. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Ich bewundere mich nicht selber. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Ich war nur verwirrt wegen dem Spiegel, Mädchen. Hurra! Der scheint mir nämlich sehr merkwürdig. Alohomora! So, und hier noch schnell durch. Gut, ich glaube, den haben wir jetzt nicht gebraucht, aber allein der Komplettheit halber und um zu wissen, dass man auch Spiegel und so eine Dinge anzaubern kann. Alohomora. War das schon nicht verkehrt? So. Alohomora. Was hier nicht alles zu öffnen geht.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, ob das so eine goldene Truhe wie davon ist oder so eine graue? Hat eine vielleicht einen sinnvolleren oder wertvolleren Inhalt? Ora. Ah, die hat nur zwei Böhnchen gehabt. Okay, die Katzenhalter gehen immer noch nicht. Nee. Also weiter. Hey, wartet auf mich. Durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Zauberkunst, das ist... Ich weiß gar nicht mehr. Geht mit euch noch was? Oder wieder was? Nein. Auch nicht. Aber Bilder und Buchregale gucken wir uns jetzt erstmal an. Oh. Wow. Das ist ja cool. Eine Wand, die nach oben fährt. Okay. Und hier drüben geht bestimmt auch noch was. Genau, das steht so hier rum. Da muss was gehen. Eine Truhe. Und noch mehr Bohnen, wofür auch immer wir die brauchen. Ich weiß nicht, ob das mal eine Art Währung wird. Oder ob es für, keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl, 150 Stück oder so, dann ein bisschen Gesundheit gibt. Ist da oben noch irgendwas? Nein. Gut, dann gehen wir zum Unterricht. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Ein W. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Okay. Das ist komplett nix. Das ist auch nix. Am Anfang brauchen wir 50%, oder? Na, immerhin. Wingardium Leviosa. Eine gute Leistung für einen Erstklässler. Dankeschön. Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Schneller! Ja, aber schneller heißt auch unsauberer. Okay, es geht ja halbwegs. Wingardium Leviosa. Eine gute Leistung für einen Erstklässler, Harry. 72. 10 Punkte für Gryffindor. Nee, ich glaube, die 80 knacken wir Lass jetzt nicht. Uns weitermachen, Harry. Nee. Schon verloren. Jetzt erst recht. Was für ein Pech. Du hättest es beinahe geschafft. Naja. 66 bis 80 ist schon noch ein kleiner Unterschied, mein Freund. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa-Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, Harry. Aber ich stehe dazu, dass ich nicht so gut in sowas bin. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Teller? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich würde eher Podest zu dem Ding sagen. Wingardium Leviosa. Gut, und jetzt fallen lassen. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Wie viele Sterne gibt es nun eigentlich pro Aufgabe? Ist das immer gleich? Bei Squirrel waren es, glaube ich, bei dem Flipendo 8 Stück. Ist das hier auch so? Da bin
ich mal neugierig. Wenn es hier auch 8 sind, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es generell 8 sind. Hui, hi. Oh, hey, ärgert mich nicht. Ja, da geht das Gitter auf, aber gibt es hier noch mehr auch geheime Wände mal? Plötzlich nach oben fahren, wenn man rangeht? Keine Ahnung. So, Nummer 1 und ein Speicherbuch. Sehr gut. Ja, kipp zu mir. Gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal alles auf, was so geht, und kümmern uns zum Schluss um die Aufgabe. Da man ja nie weiß, ob das Ganze dann irgendwie abgebrochen wird und man in einer Cutscene landet und nicht mehr zurück kann, um das noch nachträglich zu holen. Gut. Her mit den Böhnchen. So, und dann dich noch. Genau, wie oft? Zweimal, gut. Die hebe ich mal schon runter. Die müssen ja dann dahin. Okay, dann sammeln wir die Bohnen ein, gucken, ob das erstmal alles Zusätzliche war. Sieht aber ganz danach aus. Und dann können wir weitermachen. Mit den eigentlichen Aufgaben. Ich hab dich schon gesehen. Ich hab dich schon gesehen, Freundchen. So, da geht ein Gitter auf. Hier drüben dann auch nochmal. Jetzt ist mir die Rüstung im Weg. Okay. Auf den Blöcken. Nee, das ist erstens zu hoch. Zweitens sieht es nicht so aus, als käme man da noch irgendwo hin. Gut, jetzt die Dinger wieder auf die Podeste wahrscheinlich. Oh, Reichweite zu kurz. Wie gemein. Okay. Nummer 1. Da ist der nächste Stern. Und auch wieder gestaffelt. Nummer 2. Oh. Setzt sich dann selber richtig, wenn man es nicht ganz trifft. Auch gut. Magie eben. In dem Spiel kann man die Bugs noch mit Magie erklären. 2 Stück. Und ein Speicherbuch. Wo müssen wir jetzt hin? Speichern erfolgreich. Oh, 3 Stück. Ah, seht ihr, umgucken ist sinnvoll. Gut, hier ist wieder ein Block. Wingardium Leviosa. Und drauf da. Ah, und das ist schon der nächste Stern, wie ich das sehe. Oh, ich dachte, es ist eine Brücke, keine Plattform. Manno. Und wo ist der Stern? Ist der auf Wasser? Kann Harry schwimmen? Oder ist das irgendwas Gefährliches, dieses Zeug, wo der drauf ist? Ach nee, der ist davor. 4. Aber da... Genau, da ist auch noch was. Gut, 4 Stück. Das ist wahrscheinlich dann der Weg, wie es weitergeht. Mit dem Block. Und da sehe ich noch so einen Block. Der führt dann vielleicht... Oder ist das eine Art Trampolin? Meiner Meinung nach ist das eine Wasseroberfläche. Nee, kein Trampolin.
Aber wir können drauf stehen. Hey, wir können übers Wasser laufen. Es gibt nicht viele, die das können. Diosa? Junge, sprich die Zaubersprüche doch ganz. Du weißt doch, das Wutschen und Wedeln. Flipendo. Was ist das jetzt für ein Block, den wir da aktiviert haben? Alohomora. Den müssen wir dann gleich mal suchen gehen. So, mittlerweile habe ich übrigens den ersten Part hochgeladen und ja, am ersten Tag 10 Aufrufe circa und viele, viele Kommentare. Das begeistert mich wirklich. Ich meine, das Ganze sagt hier, letzter Upload war vor einem Jahr und das muss irgendwann gewesen sein, während ich auch gerade daheim saß und arbeitssuchend war. Also es ist schon so ein bisschen länger sogar her, glaube ich, als ein Jahr. So, dann gehen wir mal runter und hoffen, dass es keinen Fallschaden gibt. Gut. Karte einsammeln. Ja, wie gesagt, und das freut mich umso mehr, dass wir... Gott, haben die schon vielen Slytherin. Burdock Maldun, 1429 bis 1490, Vorsitzender des Zauberrates von 1448 bis 50. 2 Jahre nur. Wofür er berühmt war, steht hier auch nicht. Na ja, gut. Dann war er wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, das freut mich umso mehr, dass ich nach der langen Pause immer noch so nett wieder aufgenommen werde. Ganz ehrlich. Danke dafür. Auch wenn manche ein bisschen komisch geguckt haben, wegen der Wahl des Spiels, aber was soll's. Es kann halt nicht immer nur... Da ist ein Stern, da geht's hin und her. Was ist, wo ist denn die Plattform, die wir freigeschalten haben, die so schräg verlief? Oder ist die einfach jetzt hochgefahren durch das... Hier keine, die sich irgendwie schräg bewegt. Und ich käme auch nicht hier hoch. Da ist die wahrscheinlich hochgefahren nur. Wingardium Leviosa. Hoffe ich. Ja, das könnte die Perspektive sein, dass die versenkt war und jetzt hochkam. Gut. Weiter geht's. Ach, die Vögel sind... Also die hier im Spiel. Obwohl meine sind ja zurzeit auch ganz brav. Auch wenn das bestimmt alles andere als professionell ist. Mit krachmachenden Haustieren zusammen im Zimmer zu Let's Playen. Aber wie gesagt. Ich quartiere sie nicht aus. Ich quartiere auch mich nicht aus, weil ich im Moment nicht weiß, wohin. Das... Was mal Arbeitszimmer sein sollte in meiner Wohnung, ist zurzeit noch Abstellkammer. Da will ich nicht hin. Man muss sich auch ein bisschen wohlfühlen. Auch beim Let's Playen, finde ich, ist das Ambiente wichtig. Wenn man nur so gezwungen und schnell mal noch ein Part, damit die Leute was zu gucken haben. Nein, dann leidet... Meiner Meinung nach, bei mir wäre es so, da leidet nur die Qualität. Junge, halte ich fest. Gut, endlich wieder drin. Glückwunsch, Harry! Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Alle Sterne. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele es waren. Aber das waren jetzt keine 8 wie beim Flitwick, oder? Das waren jetzt 5 oder 6. Das letzte, wo ich geguckt habe, da waren es 4. Gut, damit geht nix. Wingardium Leviosa. So. Oh Gott, wenn man das zu zeitig loslässt. Hui, sehr schön. Ich wusste doch, da ist was dahinter. Alohomora. Gut,
Und nu? Der Tisch geht nicht. Und hier in den Nischen ist auch nichts. Nichts, was sich spontan öffnet, wenn man da irgendwie rankommt? Nein. Also durch die Tür und weiter. Die geht zur Abwechslung mal auf.